Und willkommen zurück bei Let's Play Penumbra Necrologue. Ja, Mister. Mister Elford quatscht jetzt nochmal im Hintergrund ein bisschen. Mein Gedächtnis. Es scheint in den letzten Tagen Probleme zu haben. Ja, meins auch. Und häufig finde ich mich denkend, dass all das um die Zeit angefangen hat, als ich angefangen habe, mich mit dem Artefakt zu beschäftigen. Denn ich musste bis hierhin nochmal nachspielen. Der Speicherstand fing da oben erst an. Ist mein Interesse nicht nur wissenschaftlich? Ja, meins auch nicht. Und ja. Letztes Mal hatten wir so einige Probleme mit so einem kleinen Rätsel. Vielmehr ich. Und ja. Ich muss mich daran erinnern. Ich muss diese Türe öffnen. Das Verfahren zu einer Ach, toll. Sowas liebe ich. Aber es geht. Oder? Es geht. Alles gut. Alles okay. Das funktioniert wunderbar. Hier muss ich kurz... Ah. Meine Herren. Was brachte uns das jetzt? Aus welchem Grund soll ich diese Tür wieder schließen? Wir werden es gleich herausfinden. Auf jeden Fall werde ich sie bestimmt schließen müssen. Oh Mann, der Typ schwafelt immer noch. Ein schlechter Arbeiter ist ein erfolgloser Arbeiter. Wir sorgen sehr um ihre psychische und körperliche Verfassung. Sollten sie sich krank fühlen, dann denken sie bitte an ihre Cyanid-Tablette. Ich habe nicht viel Zeit, aber ich denke, die beste Weise, die Stimmung zu heben, ist ein nettes Gespräch mit einem Freund. Wir sind Freunde, stimmt das? Ich würde lieber eine Tasse Tee für dich eingießen und sie dir anbieten und mich mit dir in einen bequemen Stuhl setzen. Aber leider bin ich von dir sehr weit entfernt. Ich habe dir vorgeschlagen zu bleiben, aber du hattest noch Dinge zu tun. Ich kann wie ein hängendes Bild nicht vollkommen sein, aber meine Worte sind klug und werden von der Zeit unterstützt. Ist klar. Verstehe die Natur dessen, was geschieht, Philipp. Und dann wirst du den richtigen Weg finden. Aber es ist eine Schande, dass du und ich verschiedene Pfade haben. Schande! Ich verstehe immer noch nicht, wer das ist. Ist das Elford jetzt, oder... Kann das sein? War das Mr. Elford? Armory? Die kennen wir noch. Finden wir hier tatsächlich... keine Munition? Weil die kann ich umherschmeißen. Huch. Bling! Total nützlich. Eine Fackel. Einmal nichts. Ich muss mich anders hinsetzen. So. Bling. Dort haben wir... einen Lichtschalter, der nicht geht. Alte Zeitungsausschnitte. Der Text ist praktisch unlesbar. Guten Tag. The Shelter. Morg. Eine Morg und eine Messhalle. Messhalle. Die Messhall. Residential Sector. Okay, Infirmary, das ist das. Und die 2 ist die Morgue. Ach du Scheiße, da ist auch noch eine Toilette. Und hier... Was ist denn nur mit meiner Nase los? Hier wird doch mit Sicherheit wahrscheinlich genau hier das... Nee, da sind zu viele Steine. Irgendwo wieder unser Freund auftauchen. Bin ich mir schon fast sicher, denn hier ist ein Artefakt. Und das bedeutet meistens nichts Gutes.
Computer, wenn ich nur irgendetwas darüber verstehen könnte. Na gut. Endloser Wirbel von Gedanken. Wenn nur mindestens einer von ihnen Sinn erfassen könnte. Nee, da unten war ja nichts mehr. Wozu muss ich aber da unten oder warum kann ich da unten die Tür nochmal schließen? So, irgendeinen Sinn muss das ja haben. So, ich schleiche schon mal, denn... Warum liegt da ein Toter? Etwas über das Krankenhaus. Der steht doch mit Sicherheit wieder auf. Ich sollte nicht in die Nähe des Leichnams kommen. Der heiße Dampf war wahrscheinlich die Ursache seines Todes. Okay. Ja, das muss nicht sein. Dann müssen wir den abstellen. Eine Zahlenkombination. Warte mal. Das ist der North Wing. Für den North Wing. Moment. Illegales Experiment. Passwörter. Nordflügel 5174. 5174. Haha, der Nordflügel. Gut, gehen wir da zuerst hin. Es speichert. So, hier kommt das Viech mit Sicherheit. Ich guck mal gerade. Okay, Maus, alles okay. Doch, hier. Hier sieht es so nach Viech aus. Hier ist nämlich wieder so ein Kreuz an der Wand. Und Kreuze an der Wand bedeuten ja meistens nichts Gutes. Zumindest, wenn man Emily Rose heißt oder so. Das ist wieder so ein blödes Rätsel, kann das sein? Ach nee. Wir öffnen einfach nur die Tür. Wow. Welch spektakuläres Rätsel. Der Schacht ist geschweißt. Ich kann es mit meinen Werkzeugen nicht öffnen. Toll. Den vielleicht? Aber was ich mal machen kann, obwohl nicht, Spaß mir noch. Spaß mir nicht, ich nehme es einfach. Und hier... Ach was! Weißt du, wie das aussieht? Ist das echt wahr? Ist das der Gang? Der Gang, am Ende vom ersten Penumbra? Scheint, dass diese Schalttafel alle Lichter kontrolliert. Nein, nicht ganz richtig. Ist das echt so? Sieht zumindest... so aus. Funktioniert hervorragend. Okay. Das funktioniert schon mal nicht. Ich muss da irgendwie rankommen. Warte mal. Oh, es ist anstrengend. Okay. Glaube, Lichter aus. Ist sinnvoller.
hier nicht eben ausgemacht? So, jetzt bleibt mal aus. Aber das sieht auf jeden Fall aus wie... diese Nacktschnecken in den Käfigen. Red, er muss hier gewesen sein. Warum muss er hier gewesen sein? Weil er sich die im Käfig hält, oder was? Und das sieht echt aus wie dieser Gang am Ende von... Overture. Hier eine olle... Spritze. Die wir nicht nehmen können. So, die Schächte sind alle zugeschweißt. Jetzt wird's ja dann nochmal richtig cool hier, ne? Mal was? Ich glaube, das ist mein Blut, als ich an dem Tag ohnmächtig geschlagen wurde. Doch von wem? Ach, wie cool. Tatsächlich. Das ist ja echt cool. Wow. Ja, doch. Krass. Ja, gute Frage. Von wem sind wir ohnmächtig geschlagen worden? Wäre cool, wenn das alles beantwortet wird, hier in diesem Spiel zumindest irgendwie. Lustig. Da haben wir noch was zum Lesen, das machen wir gleich. Höchst interessant. Liebste Mutter, wie geht es dir? Mir geht es gut. Besser als gut. Ich habe gerade meinen ersten Tag in den Minen beendet und es gibt nur noch 5 Tage, bis ich meinen ersten Eintrag für die Familie nach Hause senden kann. Ich habe hier einige Freunde kennengelernt, aber viele Leute hier sind unfreundlich. Sie halten gern zu sich. Einer von ihnen nannte mich geistesgestört, weil ich es hier unten mag und sie es hassen. Ich weiß nicht, was dieses Wort bedeutet, aber ich glaube, dass es jemand ist, der verschieden denkt. Ich denke, dass es ein Kompliment war. Nach einer Weile hier unten klangen die Töne der Saatkrähen, der Wanzen und der Luft... Anfänge, ein bisschen wie Musik. Es scheint, dass dieser Platz seine eigene Melodie hat. Es lässt mich an zu Hause erinnern. Die Arbeit ist hart, aber die Bezahlung ist so gut, wie sie es versprochen haben. Wir scheinen viel zu graben, aber nicht viele Spiele zu spielen. Aber es ist okay. Mein bester Freund hat riesige Spinnen gefunden. Riesig! Und ich habe sie mit meinem Essen gefüttert. Ich denke, dass sie es mehr mögen als ich. Es wird Sie nicht überraschen, dass ich den größten Teil meiner Abendfreiheit ausgegeben habe. Was? Mein Kollege Zarathustra hat mich verlassen, er ist fort. Und jetzt denkt er wahrscheinlich, dass ich völlig verrückt bin. Ich habe manchmal bedauert, dass ich weniger Zeit verbringen konnte, seiend und mehr Zeit gerade denkend. Ein Minenarbeiter zu sein, ist einem Traum manchmal ähnlich. Ich denke, weil ich so viel Freizeit habe. Wenn nur ich selbst die Gesellschaft verbessern könnte, dann könnte ich wie ein viel verbesserter Mann erscheinen. Mein Gott, ey. Oh Mann, meine Nase. Heute wurde ich an die Grundsatzseite gesandt, die der gefährlichste Teil der Mine sein soll. Aber keine Sorge, alles ist gut. Es war fantastisch und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser erstaunliche Platz gefährlich sein kann. Ich habe sie gehört, darüber streitend, haben mir Vorarbeiter erzählt, dass Harvard ein schlechter Mensch sei, weil er mich dorthin sendet. Sendete. Aber das war ein bisschen übertrieben. Ich denke nicht, dass er ein schlechter Mensch ist. Ich denke, keiner von uns ist es. Wir sind alle nur Menschen. Jeder ist verschieden. Also, alles ist gut. Nur Nachrichten am ersten Tag. Ich mag es hier. Und wissend, dass ich dir damit helfen kann, zu Hause macht all dies hier lobenswerter. Ich hoffe, dass ich imstande sein werde, hier noch länger zu bleiben. Pass auf dich auf. Dein Sohn Tom, Tom Redwood, Minenarbeiter, November 1970, Alter 14. Ach krass, der Red hat hier im Alter von 14 Jahren schon gearbeitet, ey, übel. Und dann hat er das alles mitgemacht, wie das hier diese Seuche ausgebrochen ist. Und hier ist echt die Tür, die zum alten... Ach was. Das ist ja cool. Das ist ja krass. Können wir da auch echt hin?
Nichts hat sich seitdem geändert. Ich kann nicht zurückkehren. Warum? Nein, nicht ganz richtig. Warum nicht? Ich will da wieder hin. Und gucken. Naja. Boah, leck mich! Da kommt's! Oder? Nee, es ist nur der Nebel. Boah, leck mich, ich gehe da nicht lang. Oh Mann, warum schmeißt ihr die? Egal. Wir nehmen sie einfach so. Und rennen. Ah! Öffnet sich nicht. Ach was, ey. Leckt mich doch fett. Echt, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich hätte mit allem gerechnet, nur nicht damit, dass der Typ da nochmal steht. Fuck you. Kann ich da nochmal hin? Ja gut, aber aus welchem Grund sollte ich das eigentlich jetzt tun? Ist wahrscheinlich jetzt zu, ne? Nee, doch nicht. Krass, wie so ein Déjà-vu, ne? Nicht nur wie ein Déjà-vu, es war ein Déjà-vu. Übel. Gut. Interessant. Das war also das hier. Darf ich jetzt hier lang? Oder war es das schon? Hier unten? Ich glaube, das war es schon, ne? Oder ich, warte mal. Ich stell mal lieber den Strom aus da hinten. Vielleicht müssen wir das ja tun. Na komm. Oh Mann, du sollst es doch ausmachen. Okay. So, Licht aus. Dann ist es schöner. So ein übler Scheiß hier, echt, das ist unglaublich. Da steht er einfach da. Und er speichert hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!